Leute und hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare zusammen mit Markus. Hallo. Wir führen das altbekannte Prinzip weiter fort und da die Allstars bei mir immer noch diese mit den wenigsten Missionen, werden wir die weiterspielen, natürlich das Ganze wieder schön im Diamantformat. Das heißt, wir rüsten jetzt erst einmal um auf Diamanten, damit alle wissen, was hier gleich passieren wird. Und diesmal nehmen wir eine verchromte Waffe. Ab geht die Post. Unsere heutigen Missionen sind 300 Treffer mit der Baseballkanone, 50 Wichtkicks und 10 Sonnenblumen mit Wichtkick. Und ich werde schon am Spawn von einem MG abgeschossen. Das nenne ich Spawn Rape. Die stehen mit mehreren Erbsen bei uns im Spawnroom drin und schießen mit MGs. Aber okay, wir haben einen Teleporter, die Erbsen stehen alle bei uns am Spawnroom, sollen sie da bleiben. Nein, ich habe die Bohne nicht gesehen. Okay, noch kein so guter Start jetzt, muss ich sagen. Das Pflanzenteam scheint schon wieder ziemlich viel stärker zu sein wie wir, aber die Teams sind zumindest mal gleich groß. Das ist ja schon mal etwas sehr Positives, weil wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß ja, dass mit den Teams ist ja nicht immer gegeben. Ist ein scheiß Team, sehr. Ja, aber unser Team scheint wirklich nichts zu können. Und die Gegner scheinen dafür umso mehr zu können. Ich fühle mich leicht verarscht. Ich renne in den Garten und sterbe und renne in den Garten und sterbe. Endlich, ich hab's mal geschafft, lebendig in den Garten reinzukommen. Und da sind wir einmal im Garten drin und da gehört der Garten auch schon uns. Aber der Schnapper hat sich gut hinter dem Hindernis hier versteckt und hat darum meinen Angriff überlebt. Und jetzt ist er tot. Aber irgendwie müsste ich Sonnenblumen mit Wichtkicks killen, aber ich sehe auch diese Runde schon wieder kaum Sonnenblumen. Also irgendwie hat das Spiel was dagegen, dass ich diese Mission abschließe. Und wieder ein Schnapper von hinten. Aber unsere Leute sind wieder im Garten drinnen. Ah, jetzt sind wir diesmal zwei mehr. Gut, das erklärt auch, warum wir so schnell in den Garten kommen. Da ist eine Sonnenblume. Ich habe eine Sonnenblume gespottet. Vorne, das bedeutet, ich möchte jetzt meinen Wichtkick auf diese Sonnenblume kriegen. Ja, nee, das war nicht die Sonnenblume, die ich gekillt habe, sondern eine Erbse.
Aber mit dem Tackling habe ich die Sonnenblume schon erstmal ein bisschen weggeräumt. Hast du den TP auch hingestellt? Ja. Ist schön. So, jetzt scheint es auch so, als würden wir den Garten kriegen. Dieses ewige im Kreisgespringe immer im Nahkampf im All-Star ist schon nervig. Weil du triffst einfach mit dem All-Star, wenn ich im direkten Nahkampf im All-Star bist du im Arsch. Weil der ist viel zu träge. Ja. So, ich habe meinen Erzfeind bezwungen. Nein, Doomshroom! Aber heute habe ich schon so ein Pech. Also heute die Runde läuft echt nicht. 8 Kills, das ist der dritte Garten. Eieiei. Ja, zumindest habe ich ihn mal wieder mitgenommen. Mit dem schönen Wichtkick noch. Aber ich habe immer noch keine einzige Sonnenblume mit einem Wichtkick getroffen. Es müssen auch nur 10 Sonnenblumen sein. Ich habe jetzt bestimmt, seitdem ich die Mission habe, schon 12 Wichtkicks gehabt und habe noch keine einzige Sonnenblume erwischt. Geil, zwei Sackzombies blocken meinen Sprint und der plante wieder einen Doomshroom, aber ich konnte dem Doomshroom ausweichen. Muss ich da hinten helfen? Ja, ich helfe mal. Punkte. Oh shit, ja, fick dich. Hab ihn. Jetzt würde ich mal gern mit einem Wichtkick eine Sonnenblume treffen. Das wäre schon mal eine angenehme Sache. Achtung, das ist schon Verfolger. Ja klar. Den stört's gar nicht, dass ich eine Lärmgranate auf seine Fresse geworfen habe, oder? Dem egal. Na endlich, meine erste Sonnenblume mit einem Wichtkick erwischt. Jetzt wieder ein Multikill mit einem Tackling gemacht. Nein.
Nein, wo kommt jetzt hin? Mann, Alter, ich hasse diesen Typen. Was für ein Typen? Diesen scheiß Gigi Playstar, Alter. Den töte ich irgendwie die ganze Zeit. Scheiß Gift-Erbs, der hat mir jetzt mein Ding zerstört und hat mich noch getötet, ey. Na, soll ich dir mal wieder helfen? Nein. Weil ich glaube, den Garten kriegen wir eh in der Zeit. Und diesen Chichi Blaze töte ich irgendwie die ganze Zeit. Er nervt so hart, der Junge. Das nenne ich Multikill. Ja, inzwischen bin ich bei knapp 20 Kills. Was ist das schon wieder da? Vorwärts. So, jetzt unterstütze ich dich mal wirklich hier und der TP ist down. Ach nee, weil das so ein richtiger Hurensohn ist. Hab ihn. Eine Sonnenblume, renne in den Wichtkick. Nein, die Sonnenblume weicht natürlich dem Wichtkick aus. Jetzt kriegt sie auch noch Verstärkung von hinten und ich bin tot. Na, von hinten kam Chichi Blaze wieder? Natürlich schon wieder, der Wichser. Ja, aber den hatte ich doch getötet. Den hat irgendjemand hinter uns wiederbelebt. Weil den hatte ich ja gekillt. Teleporter rechts, oder was? Mhm. Achtung, Schnapper. Gerettet. Ich hoffe, dass er hierher, natürlich. Und jetzt Feuerpistolkanonen von hinten. Auch beide weggeholt. Oh, ey. Ah, nee, jetzt kommt Chichi. Nee, das ist nicht Chichi. Egal, er ist tot. Jetzt kommt Chichi von hinten. Jetzt ist Chichi tot. Jetzt kommt ein Schnapper. Ja, was ist denn hier gerade los? Weil Teleporter zerstört und irgendwas, keine Ahnung. Was? Die Bohne kann durch das Gartenhaus durchsprengen? Schon wieder Chichi for Place, will er mich verarschen? Naja, wir holen den Garten, weil alle sich auf den Teleporter konzentrieren. Und ich habe den Teleporter gerade schön Kills gefarmt. Ich habe auch gleich meine Treffer mit der Baseballkanone voll. Dann haben wir die Mission auch schon wieder abgeschlossen. Da hat er wieder einen Treffer gemacht. Oh, da ist eine Bohne. Boah, der Chichi for Play stirbt doch nie in sein Leben, Alter. Ey, es gibt's nicht. Der stirbt einfach nicht. Stachliches Stachelkraut. Der Schnapper spielt einfach alles. Endlich. Ja, ich habe so einen Schnapper, der hat mich schon viermal getötet und ich ihn erst einmal. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Ja, juckt dich nicht, ne? Genau, juckt dich nicht. Weil ich eine Lärmgranate auf dich geworfen habe, ne? Juckt dich nicht. Passiert, ja. Voll am Rage. Ja, weil der nicht sterben will die ganze Zeit. Komisch, ich töte ihn regelmäßig. Na, ich aber nicht. Nervt mich. Das Gift, Alter. Guter Versuch, aber ich habe die Mission abgeschlossen und hab dich trotzdem gekillt. Jetzt so eine scheiß Zukunftsrot kommen, ey. Ohne Witz. Beende 10 Abschussserien jetzt.
So, die letzte Minute, so langsam wäre es Zeit, in den Garten zu rennen. Fucking Teleporter, nur du Spast. Nein, Eispilz, verdammte Scheiße. Natürlich. Okay, es scheint so, ich habe zwar jetzt ja schon eine Mission geschafft, aber so erfolgreich werden die Zombies wohl dann doch nicht mehr werden. Weil mein Wichtig schon wieder sich weigert, den zu killen. Und wenn ich Schilde stelle, kommen keine Schilde. Ich habe ja dreimal ein Schild gestellt, wie der Schnapper auf mich zulief. Das Schild kam nicht. Naja. Aber auf jeden Fall von den Missionen her wieder eine Folge, wo wir ein paar Missionen geschafft haben. 11.000 Münzen, derzeit hier am 5. Garten gemacht. Ist eigentlich ganz schön, ganz gut. Auch die Kills passen, würde ich sagen. An der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns dann in einer weiteren Folge. PVZ bis dahin. Servus und ciao.